Hallo, hier sind die Pim und der Tom mal wieder und wir haben das Check-in gerade gemacht, habt ihr gesehen. Wir haben jetzt einen Business-Class-Flug von Frankfurt nach Helsinki und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns beim Flight Report begleiten. So, Boarding haben wir geschafft, ne? Ja. Dann auf nach Helsinki, ne? Helsinki. Losgehen wird. Wir rechnen mit einer pünktlichen Ankunft. Liebe Fluggäste, an dieser Stelle bitten wir noch einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit, um Sie mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord unserer Maschine vertraut zu machen. Maybe have your attention, please. Your safety is our priority and we would now like to give you some information concerning safety about our aircraft. Zuerst zeigen wir Ihnen wie Sie den Sitzgurt schließen und wieder öffnen können. Your seatbelt can be fastened and unfastened like this. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Und ganz schnell sitzen die Pim und ich schon wieder im Airbus A320 und sind auf einem 2 Stunden und 10 Minuten langen Flug in Richtung Helsinki von Frankfurt aus. Also es geht jetzt hier im Spätwinter in Richtung Finnland und die Pim und ich sind ganz neugierig, weil wir beide noch nicht in Finnland waren. Zum Flugwetter. Das Flugwetter ist sehr gut,
ist ein ruhiger Flug angesagt. Und das ganze Flugzeug heute ist voll ausgebucht. Okay, dann erzähle ich euch auch noch ein bisschen was heute zum Boarding hier. Das Boarding hier war nämlich eine Katastrophe heute, weil das Flugzeug komplett ausgebucht ist und die Leute, die Fluggäste, sehr, sehr viel Gepäck mitgebracht haben. Konnten wir quasi eine ganze Zeit lang, konnte die Türe nicht geschlossen werden vom Flugzeug und die Fluggastbrücke konnte nicht entfernt werden, weil es einfach gar nicht klar war, ob die ganzen Koffer, die hier reingeschleppt wurden, überhaupt untergebracht werden konnten. Jetzt waren einige Gäste in der Business Class, die hatten nicht so viel Gepäck. Dann konnten noch einige Koffer hier oben untergebracht werden und am Ende hat es dann doch gereicht. Also es ist eigentlich jetzt fast wie bei einem der letzten Flüge, dass es unglaublich ist, was die Leute an Gepäck mit in so einen Flieger reinbringen. War unglaublich. Also heute wollte ich euch mal so ein bisschen chronologisch quasi die Ereignisse vom Flug präsentieren. Und das erste, was wir bekommen haben, ist eine kleine Tüte mit Brezeln in der Business Class. Das ist der Anfang. Ich würde sagen, so 5 oder 10 Minuten nach der Brezel kam dann auch schon der erste Getränkeservice. Ich habe mir heute mal einen kleinen Sekt gegönnt. Dazu noch eine Cola und dann schauen wir gleich mal, wie lange es dauert, wann das Essen kommt. Also angekündigt hat es schon, dass das Essen kommt. Wir haben diesmal wieder ein bisschen was vorbestellt und schauen wir mal. Wir sind ja jedes Mal neugierig. Dann zeige ich euch auch gleich unser Menü hier in der Lufthansa Business Class auf dem Flug von Frankfurt nach Helsinki. Jetzt sind wir ungefähr schon 45 Minuten unterwegs hier auf unserem Flug und unser Essen ist gekommen. Ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, wir haben heute mal wieder Essen vorbestellt und ich hatte mir vegetarisches Essen vorbestellt, veganes Essen sogar vorbestellt und ich bin heute mal echt extrem überrascht, was Lufthansa hier aufgetischt hat. Wer die Videos von uns kennt, hat ja auch schon mal gesehen, dass diese vegetarisch-veganen Menüs doch eher schlicht waren, aber ich zeige euch jetzt heute mal hier das Menü. Guckt euch das mal an. Ja, da schiebt die Pimme noch 2 Chilis zu. Da würde ich doch sagen, dass das recht ansprechend aussieht. Also hier ist so eine Art Pilzgeschichte, Pilzauflauf, Brokkoli, Reis. Hier habe ich noch nicht probiert. Sieht wirklich sehr lecker aus. Einen ganz tollen Nachtisch mit einer Himbeere haben wir auch. Ja, ein Brötchen noch. Pfeffer, Salz, okay. Also ich finde, ganz ehrlich gesagt, ist das ein ziemlich tolles Menü. Also das ist echt ein tolles Menü. Ich freue mich jetzt. Ne? Und die Pim hat schon angefangen zu essen. Die hat ein asiatisch-vegetarisches Menü bekommen, hatte ich ihr bestellt. Die war gerade ganz böse, dass sie nicht das gleiche hatte wie ich. Die zeigt euch das mal. Das sieht so aus bei der Pim. Und die Pim hat natürlich wie immer ihre Chilis noch dabei. Die muss sie jetzt von mir wegholen. So, da sind sie. Sieht aber, glaube ich, auch ganz lecker aus. Aber ich muss sagen, heute gefällt mir mein Menü optisch gesehen besser. Und wie es geschmeckt hat, erzähle ich euch gleich. Ganz kurz und fast schon in der Form halber zeige ich euch auch noch kurz den Sitzabstand hier im Airbus A320 und das ist völlig in Ordnung. Guckt mal, da habe ich mit meinen 1,86 Meter, die ich groß bin,
eigentlich ganz gut Platz. Das ist völlig in Ordnung. Aktuell genieße ich mal wieder ein bisschen was. Die schöne Aussicht sieht wie immer ganz toll aus. Der Kapitän hat vorhin auch noch mal betont, dass heute wirklich bestes Flugwetter ist und unser Airbus fast wie ein Brett in der Luft liegt. Also hier bewegt sich gar nichts, sind keine Schwingungen oder Auf- oder Abwärtsbewegungen zu erkennen. Unser Essen war wirklich lecker, muss ich sagen. Also ich kann jetzt nur für mein Essen sprechen. Das war ein ganz tolles Menü. Das hat mir echt gut geschmeckt. Ich habe fast alles aufgegessen. Und da hat Lufthansa wirklich nochmal was auf die Beine gestellt. Wir waren ja vorher auch noch in der Lounge hier in Frankfurt. Da war es ziemlich chaotisch und voll und dementsprechend auch ging es da ein bisschen drunter und drüber. Also das war jetzt nicht so toll, aber naja, das ist halt manchmal so, so zu Stoßzeiten. Und da kann es schon mal ein bisschen voller werden. Aber hier auf dem Flug muss ich sagen, Daumen nach oben, das war ein ganz tolles Menü. Danke, Lufthansa. Noch ganz kurz ein bisschen was zur Business Class heute. Die Business Class heute aufgestellt mit 5 Reihen. Also pro Gangreihe sitzen dementsprechend 10 Leute, insgesamt 20 Leute in der Business Class. Und die Business Class ist genau wie die Economy Class komplett ausgebucht. Also das hat sich heute nochmal gelohnt für die Lufthansa, der Flug. Und da hatten wir auch schon lange nicht mehr. Together with us until the fasten seatbelt sign above your head has been turned off. Cabin crew would like to thank you for having chosen Lufthansa Starlines for your flight today. Please do open the storage bins above your heads carefully in order to avoid falling objects and have a fine look at the seat pocket in front of you to make sure that you do not leave personal belongings behind. For now, we still wish you a nice weekend or a safe onward journey. Thanks again and we do hope to see you soon. Bye bye, vielen Dank. Wir
sind angekommen in Helsinki in Finnland. Ne? Ja. War wieder was Neues. Ne? Ja. Und Leute, ich sag's euch, da ist kalt da draußen. Da liegt Schnee. Wir haben es geschafft. Wir haben die Taschen bekommen. Guckt mal. Aber wir haben wirklich lange gewartet, trotz dem roten Sticker, der ja bei uns auf den Taschen ist. Business Class kriegt ja immer so einen roten Sticker. Haben wir fast als letzte die Koffer gepflegt. Ne? Ja. Hat also auch nicht immer Vorteile, sozusagen. Sind wir jetzt angekommen in Finnland, in Helsinki. Dann gehen wir jetzt mal rüber ins Hotel. Ne? Ja. Und dann vielen Dank, dass ihr den Flight Report geschaut habt. Bis dann, bis später mal. Ciao. Don't do it.